Hallo Leute und wir kommen zur zweiten Ausgabe des Trichters von DCC. Die kostet 15 Euro. Die erste Ausgabe hatte 10 Euro gekostet, aber die erste Ausgabe war, glaube ich, auch ein Stück dünner. Ich guck mal. Die erste Ausgabe hatte 78 Seiten und hier sind es jetzt 118. Also das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, würde ich sagen. Ausgabe Februar 2021. Hinten wieder einfach der Ton des normalen Covers hier. Die Farbgebung. Und dann gehen wir rein in das Ganze. Ja, Vorwort natürlich. Und dann haben wir hier das Königreich des Wurms. Abenteuer für SCs der Stufe 2. Wir hatten im ersten Trichter, im ersten Trichter hatten wir zwei Abenteuer für Stufe 0. Hier jetzt für Stufe 2. Okay. Werden wir hier nicht groß spoilern oder so. Wir blättern das einmal so ein bisschen weiter. Wie schon im ersten Trichter, das sind jetzt hier nicht irgendwie drei Seiten oder so mit so einer Miniskizze, das sind hier wirklich, also einige Seiten. Das hört ja hier gar nicht mehr auf. Okay, das ist wirklich viel. Das sind fast 50 Seiten, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Ich gucke nochmal ins Inhaltsverzeichnis, nicht, dass wir hier... Okay, da habe ich was tatsächlich übersprungen. Okay, ich habe gedacht, dass das irgendwie noch zum Abenteuer gehört. Nee, gut, dann ist das Abenteuer eher so 30 Seiten lang. Wir haben nämlich tatsächlich noch ein weiteres Abenteuer zwischendurch. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Killerinsekten aus dem Weltall. Stufe 0 und Stufe 1. Ah, okay. Gut, und das geht dann tatsächlich nochmal bis Seite 48. Und dann haben wir die Königin der Insektoiden. Das ist jetzt an der Stelle kein Abenteuer, sondern ein weiterer Patron. Natürlich hier erstmal die Tabelle zur Anrufung, dann auch wieder Makel des Patrons, Zaubersprüche, da haben wir dann Seide, Stich und Gehirnsonde, der Brand, Zauberbrand des Patrons, ja, und dann entsprechend die Tabellen hier für die Zaubersprüche. Mit immer zwischendurch netten Illus. Ja, dann lasst mich durch. Ich bin Kleriker. Also ein Artikel zu Klerikern, okay. Dann haben wir hier noch der Medikus. Moment mal, der Medikus, das ist richtig was zum Spielen. Das ist ein allgemeiner Artikel mehr. Und hier gibt es wirklich Angaben, Heilung, Waffenübung und so weiter. Mit Klassentabelle. Okay, hier gibt es wirklich den Medikus richtig als Klasse dann neu. Und dann allgemein noch was zu heilenden Händen. Auch wieder mit Tabelle. Gut, ein bisschen Magie. Und dann noch ein bisschen was zu Heiltränken tatsächlich. Auch schön. Natürlich auch wieder mit großen Tabellen, wie man es von DCC gewohnt ist, klar. Außerdem haben wir dann hier Anansi, die Spinne. Das ist kein direkter Patron, ne? Das ist eine Gottheit für DCC. Okay. Okay, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Gottheiten war. Da gab es, glaube ich, ein paar in dem dicken Buch. Bin mir aber gar nicht sicher. Hier gibt es jetzt auf jeden Fall eine Ausarbeitung hiervon. Okay, welche göttlichen Segen gibt es hier? Spinnenfreund, Impulsiv und Kalebasse der Geschichten. Okay.
Okay, ein paar Titel gibt es auch. Kultist, Weber, Sagenkundiger, Rufer und Hüter der Weisheiten. Dann noch Lobgesänge. Anansis Netze, Grad 5, okay. Und dann noch allgemein Kleriker und ihre Gottheiten. Und dann kommt auch schon der nächste Artikel, Schwarmbewusstsein. Okay, das ist eine Entität, bei der es sich nicht um ein Wesen, sondern um eine Einheit vieler handelt. Okay. Aha, okay. Das ist wieder ein Patron. Natürlich wieder mit Makeln, Zauberbrand und so weiter. Schwarmverhalten. Okay. So, dann haben wir hier noch Schwarmintelligenz und Schwarmschatten. Okay. Dann wieder den Aufruf, wasch deine Hände, denn das ist ja hier auch alles in der Corona-Zeit entstanden, groß. Gab es aber in der ersten Ausgabe auch schon. Dann noch ein paar Ratschläge für angehende Spielleiterinnen und Spielleiter. Zum Beispiel, beginne mit einem Trichter oder als Spielleiter kannst du in einem Abenteuer alles einbauen. Oder Spielercharaktere werden sterben. Okay. Und dann auch nochmal ein nützlicher Artikel, wie kann man denn Monster erschaffen für DCC? Okay, cool. Allgemeine Designrichtlinien. Ja, sehr schön. Außerdem haben wir hier dann noch die Käfersammlung. Das dürften einfach normale Gegner sein, ne? Hier Fluchzikade, Kakonira, Nuklearschabe, Mondmotte, Seelenmücke, Riesengottesanbeterin, Totensumpf, Libelle, Zirkusflöhe und Vampirschmetterling. Okay, so normale Gegner oder so gab es jetzt im ersten Heft nicht, aber das war ja auch noch ein bisschen dünner. Dann haben wir hier noch Rufilia, die Puppenhändlerin. Ein bisschen creepy sieht die durchaus aus. Der NSC der Ausgabe, okay. Mit Geheimnissen auch. Und ihr Laden, ihr Puppenladen wird auch beschrieben. Ein paar Abenteueraufhänger. Oh, immerhin ein paar Seiten. Echt cool. Interview mit dem DCC-Papst. Hochwürden Reverend Duck. Ah, ich habe gerade irgendwie automatisch Oldschool-Rollenspiel-Papst gelesen und dachte gleich so an Moritz Melem, die Steffi Graf des Rollenspiels. Aber nein. Oder Moment. Moment, irre ich mich da jetzt? Geführt von Tore Hoffmann? Nee. Ich meine, es geht ja um Duck. Und es müsste doch eigentlich dann auch aus dem englischen Raum kommen. Ja, okay. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Einfach nochmal ein Interview. Und dann wieder der Rat der Weisen. Wieder ein paar Regelfragen, die hier gestellt werden und beantwortet werden. Hier haben sie das auch im Verhältnis zu dem ersten Trichter ein wenig verbessert vom Layout her, finde ich. Denn, ja klar, die Frage hat immer eine Farbe und dann in Schwarz kommt dann eine Antwort und etwas Persönliches dann nochmal hier in Gelb. Das war nämlich, meine ich, nicht abgesetzt in der letzten Ausgabe. Das müsste ja eigentlich dann immer weniger werden in jeder Ausgabe, ne? Wenn man, ja, also irgendwann müssen ja die Regelfragen sich mal langsam dann geben. Und ja, traditionell am Ende hier in diesem Magazin Music like it's 1974. Oh Gott. Ja, ich bin jetzt vielleicht nicht so schlecht in Englisch, aber wenn man zu wenig geschlafen hat, dann ist das immer so ein Ding. Gut. Sehr schön. Aber auch hier wieder, das war eben alles vor meiner Zeit. Und ganz am Ende gibt es hier noch den Regelreiter. Eine Kolumne für alle, die nach den Regeln spielen.
Okay. Okay, nachdem der Regelreiter zuletzt einen Rundumschlag durch alle kleineren und größeren Themengebiete gemacht hat, legt er dieses Mal den Blick auf zwei Einzelthemen. Okay. Da werden also Regeln nochmal vertieft betrachtet. Einmal was zu Magie und zu Monstern. Okay, gut. Ist ja lustig. Ja, also diese ganzen Oldschool-Sachen, ich finde die ja immer sehr, sehr sympathisch und finde das mega cool, dass es diese Renaissance eben auch gibt. Und da habe ich mir dann auch gerne mal DCC zugelegt. Oder wenn sowas wie Vier gegen die Finsternis ein bisschen auf Oldschool geht und die Illustrationen entsprechend sind, dann finde ich das auch immer ziemlich cool. Das spricht mich dann schon auch an. Nur eben, das war schon alles vor meiner Zeit. Also ich kann da einfach nichts mit Nostalgie oder so verbinden, weil ja es einfach vom Alter her dann nicht möglich ist. Ja, aber ich freue mich immer, wenn die Leute sich darüber freuen und ein bisschen freue ich mich ja dann selber auch immer. Ich selber könnte es jetzt nicht irgendwie unendlich lange spielen wahrscheinlich. Also ich will dann schon auch irgendwie in Anführungsstrichen wieder was moderneres, richtiges spielen sozusagen. Aber natürlich gibt es da auch in der OSR genügend Möglichkeiten, verschiedene Dinge zu spielen. Man muss nur halbwegs offen dafür sein, natürlich. Ja, und letztlich kann man ja auch genügend so richtige, ernstzunehmende Sachen spielen, wo einfach OSR-Gedanken mit drin stecken, ne? Also ernsthaft kann man halt immer spielen, natürlich, klar. Ja, ich habe leider noch nichts OSR-mäßiges gespielt, aber wenn ich mit meinen Leuten oder oder mit anderen Leuten drumherum, Bekannten und so weiter, wenn ich da mal mit DCC irgendwann mal was spielen könnte oder ähnlichem, das würde ich auf jeden Fall dann auch ziemlich cool finden. Na gut, dann erstmal wieder soweit und bis denn.